So Leute, euer Imperator begrüßt euch zum großen Finale. Ich bin sowas von bereit. Ich habe einen Kaffee neben mir, ich habe das Fenster offen, ich habe gerade spaziert und jetzt ist es Zeit, dass wir uns endlich gegen den Champ stellen und das hier einfach alle mal regeln. Und immer noch, keines ist gestorben in diesem One, was doch zeigt, wenn es ums Ganze geht, ähnlich wie in Pearl, dann bin ich doch da. Und dann klappt das auch. So, ich beginne mit Dragoran, denn der ist niemand anderes als... Ich habe auf dich gewartet, Caleb. Batman, ich wusste, dass du mit deinen Fertigkeiten mich letztendlich irgendwann erreichen würdest. Aber jetzt braucht es keine Worte. Wir werden kämpfen, um festzustellen, wer von uns beiden stärker ist. Als ich, der stärkste Trainer und Leiter der Pokémon-Liga. Ich, Siegfried, nehme deine Herausforderung an. Siegfried, der Drachenmeister. Batman. Ja, genau. Und das wird wahrscheinlich einer der leichtesten Champ-Kämpfe aller Zeiten. Vielleicht auch nicht. Oh, wer könnte mit Gyarados? Gib mir gleich mal einen Betrohr ab. Nicht schlecht. Aber gut, da habe ich natürlich einen Donnerschlag für. So, warum? Weil er natürlich Drachen-Pokémon hat. Und das bedeutet, oder vorwiegend Drachen-Pokémon, was bedeutet, dass sein Team extrem einfach zum Ausrechnen ist. Oder welche, die aussehen wie Drachen, nämlich Gyarados in dem Fall und Glurak. Und Aerodactyl. Was immer ein bisschen merkwürdig war, aber auf jeden Fall, wenn man sich darauf einstellen kann, ist es gar nicht so schwierig. So, und natürlich, der Vorteil bei Julia hier ist, dass ich eben nicht nur gegen die Drachen sehr effektiv angreifen kann, sondern tatsächlich in dem Fall auch gegen Pokémon wie Gyarados, eben mit Donnerschlag. So, ich überlege gerade, ob ich kurz auswechseln soll. Und zwar, nicht, dass ich vorhabe, ich meine, ich könnte auch gut mit Qualnalia durchgehen, aber tatsächlich ist das Problem hier, dass ich eben tatsächlich nicht gegen alle vielleicht gleichermaßen effektiv angreifen kann. Aber ich möchte diesen Schaden oder diese Angriffssenkung durch Bedrohung einfach loswerden. Deswegen wechsle ich hier mal kurz durch, in der Hoffnung, dass jetzt nichts allzu Schlimmes passiert. Okay. Folterknecht? Oder was? Ja, ist er Folterknecht? Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich, die Attacke jetzt nicht erkannt habe vom Englisch, aber ich nehme mal an, es war Folterknecht. Was mir ziemlich egal ist, weil, ja, Donnerschlag und das wird ausreichen. So, 2 von 6. Und das erste Dragoran kommt. So, ich habe jetzt die Option, hier einfach einen auf Wutanfall zu machen. Und das werde ich sicherlich auch machen, weil ich habe ein höheres Level, das heißt, ich weiß, dass ich schneller bin und sogar die mich durchholen. Das Problem bei irgendeinem anderen Pokémon ist klar, dieses Dragoran kann mich auch sehr effektiv treffen. Bei jedem anderen Pokémon, selbst wenn es neutral getroffen wird, kann es aber sein, dass dieses Dragoran gerade mit Sachen wie Dracometeor oder Mutanfall mich einfach vom Boden wischt. Deswegen, ah, sehr schön, du schickst genau ein anderes Dragoran rein. Okay, ich gebe hier immer noch 2 Dragoran. Ich nehme mal, es gibt nicht so viele Optionen. Trotzdem, danke. Einfach nur danke. Und scheinbar kein Brutalander, kein Libeldra und kein Knackrak. Vielleicht an einem Rückkampf, weil das eben die Drachen sind, die dort dazugekommen sind. Weil in den ersten beiden Generationen gab es wirklich kaum Optionen für ihn. Das verstehe ich schon. Seetraking natürlich ist neu dazugekommen, aber das war es dann auch. Oh doch, Knackrak! Oh Gott, Knackrak! Okay, ich bin verwirrt. Das heißt, hier werde ich wirklich verschwinden und nichts riskieren. Nämlich zu Qualenal wechseln. So. Ich probiere es aber mal mit Eishieb. Hätte ich jetzt zu Dragoran gewechselt, wäre dieser Angriff ins Leere gegangen. So werde ich jetzt. Ja, wobei, ich habe gar nicht mehr so viel Schaden genommen. Ich dachte, dass es ein bisschen stärker ist. Natürlich, das war ein Pearl wesentlich dramatischer, als dieses Ding Erdbeben auf mein Tetoxa gesetzt hat. Und oh, so knapp, das ist nicht wahr. Nein! Okay, gut, zumindest so wenigstens eine Top-Genesung, aber man muss es positiv sehen. Trotzdem, aha! Es hat wirklich in dieser knappen Geschichten kein Step, aber auf einen guten physischen Angriff, 4-mal stark, und dann kommt das raus. Komm schon. Yes, diesmal hat's gereicht. Knackrak ist niedergerungen, das ist immer das Beste, wenn man in Champ kämpft und Knackrak niederriegt. Vielleicht hat man das ein Original Holgold Silver, hat man da vielleicht gezögert, weil das eigentlich Cynthia Signa oder
Signatur-Pokémon ist. Und man deswegen etwas aufpassen wollte, weil es bei Siegfried Dragoran ist. Aber er hat immer noch zwei Dragoran hier. Also von daher ist, glaube ich, seine Essenz praktisch erhalten geblieben. Oh, okay, ich dachte, das wird niemals passieren. Ich dachte auch nie, dass es passieren würde, dass du nicht auf Glurak als dein letztes Pokémon verlassen musst, glaub mir, aber... Ja, eine Stärke und das soll es gewesen sein. Weil das ist viermal stark und ich hätte tatsächlich diese Pokémon hier geschafft ohne einen einzigen Tod. Wow. Wow. Nachdem dieses Spiel mich so zerstört hat, ist das das allerletzte, was ich erwartet hätte. Es ist vorbei. Aber es ist ein merkwürdiges Gefühl. Ich bin nicht wütend, dass ich verloren habe. Ich bin eigentlich glücklich. Glücklich, dass ich den Aufstieg eines neuen Champions miterleben durfte. Robin. Ja, Junge, du bist Batman, aber ich bin nicht Robin. Oh, du bist wirklich wahr stark geworden, Caleb. Deine Pokémon haben auf deine Stärke und auf dein aufrechtes Wesen geantwortet. Als dein Trainer wirst du auch in Zukunft mit deinen Pokémon stärker werden. Und irgendwann sollte ich sterben zum Beschützer von Gotham und den recht- und schutzlosen Aufstieg. Okay? Oh nein, es ist schon vorbei! Professor Eich, warum bist du so langsam? Gut? Ach, können Sie bitte aufhören, das immer zu antworten, selbst wenn es keine Frage ist? Ach, Caleb, es ist schon eine Weile her. Du siehst auf jeden Fall deutlich beeindruckender aus. Um deine Herausforderung, die Pokémon... dass du die Pokémon, die du geschafft hast, ist fantastisch. Dein Enthusiasmus, dein Vertrauen, deine Liebe für deine Pokémon sind cool. Du warst wirklich außerordentlich. Da du als Trainer in dich geglaubt hast, konntest du das durchstehen. Glückwunsch, Caleb. Komm, lass uns ein Interview mit dem brandneuen Champion führen. Bitte, wir sind hier live auf Sendung, YouTube, Twitch und oder sogar N24. Aber mir wird's hier ein bisschen zu laut, Caleb. Könntest du mit mir gehen? Einfach so ein Gefühl. Warte, wir haben das Interview doch nicht gemacht. Was soll ich denn jetzt den Leuten sagen? Hallo? Und damit betreten wir in den heiligen Raum und... Die Stille ist hier wirklich kraftvoll, muss man sagen. Es ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal hier war. Hier werden die Pokémon-Liga-Champions für alle Zeiten verewigt. Deine mutigen Pokémon werden ebenfalls mit einbezogen. Hier und heute erleben wir den Aufstieg eines neuen Liga-Champions. Einem Trainer, der allen Pokémon Mitgefühl und Vertrauen entgegenbringt. Einem Trainer, der durch Beharrlichkeit und Entschlossenheit erfolgreich war. Okay. Einem Liga-Champion, der alle positiven Eigenschaften vereinigt. Junge, übertreib's nicht. Okay, dann erlaube mir deine Pokémon, dich und deine Partner zu registrieren. Ja, du mach halt, aber du brauchst dich so abgehen. Ich bin nicht der neue Jesus Christus, nur weil ich dich besiegt hab. Der andere Champion hätte dich wahrscheinlich auch besiegt. Also vielleicht Schwoja, aber... Wobei, vielleicht sogar er. Okay. Hey Leute. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind hier am Ende von Pokémon Storm Silver und es werden all meine Pokémon hier eingetragen, wovon beim Championlauf niemand gestorben ist. Ich hätte niemals damit gerechnet. Und das Spiel hat da was wirklich Interessantes gemacht, muss ich sagen. Und zwar, und das ist wirklich auffällig, das Mittelgame war das Allerschwierigste. Ja, das Anfangsgame und Endgame war vergleichsweise einfach. Wenn man es vergleicht, wohingegen das Mittelgame sauschwierig war, weil alle Pokémon um einen herum TM und TM-Attacken hatten und Move-Tutor-Attacken, die man alle selbst nicht bekommen konnte und in den Leveln rasant gesprungen sind und mega gutes Type-Coverage hatten, was man alles doch nicht hatte. Wohingegen, wie gesagt, das Ende deutlich einfacher war, tatsächlich auch mit den Leveln. Und weil man auch selbst ein besseres Team sich zusammenstellen konnte. Was wirklich interessant ist, wenn man das mal vergleicht, weil in Vanilla Heart Gold and Soul Silver war das Mittelgame am einfachsten, das Anfangs- und Endgame tatsächlich ein bisschen schwieriger war. Also das ist wirklich interessant, wie sie das hier geändert haben. Aber auf jeden Fall das große Problem hier, sage ich mal, repariert. Und der Mittelteil war aber wirklich so schwer, dass ich ja ganz, ganz häufig keine Lust mehr hatte, so wirklich. Aber letztendlich, wir haben es geschafft. Dieses Projekt hat sein Ende gefunden. Zumindest vorerst.
nachdem wir durch so viele Hürden gegangen sind. Ja, das war wirklich eines der Spiele, wo... Ja, wo eine ganze Geschichte vor in diesem Let's Play hinten dran hängt. Ich war oft frustriert, oft kurz davor aufzuhören. Hab mich dann letztendlich nach einer sehr, sehr langen Pause, die dieses Projekt hatte, wieder aufgerafft und habe es tatsächlich zu einem schönen Abschluss gebracht. Aber natürlich, ohne euch wäre das niemals möglich gewesen. Hätte ich nicht immer wieder die Leute gehabt, die gemeint haben, sie freuen sich so sehr darauf, wenn dieses Projekt irgendwann weitergeht und hoffen, dass ich mich irgendwann wieder dran setze, hätte ich vielleicht auch gar nicht die Motivation gefunden, hier tatsächlich wieder weiterzumachen. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Weil ich war eigentlich tatsächlich so, dass ich kurz davor, oder dass ich mir eigentlich ziemlich klar war, dass ich diese Nuzlocke nicht länger als die Pokémon-Liga machen möchte. Und das ist ja auch normal, weil eigentlich enden die Nuzlocks mit der Pokémon-Liga. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann ist es vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn ich weitermache. Einfach weil ich jetzt das Gefühl habe, dass ich jetzt in diesem Spiel drin bin, jetzt ein Team gefunden habe, mit dem ich zufrieden bin. Und tatsächlich eine gute Chance habe, dass Kanto, die Herausforderung in Kanto, nochmal auf einem ganz anderen Stern steht. Ohne dass ich zu frustriert werde, sondern einfach wirklich spannende Herausforderungen bietet. Aber ich kann es nicht genau sagen. Ich werde erstmal eine kurze Pause von diesem Projekt machen und überlegen, wie ich weitermachen möchte. Weil ich mir auf jeden Fall Kanto in der einen oder anderen Art und Weise zeigen. Wie gesagt, die andere Option wäre gewesen, ich mache es einfach so, dass ich Kanto normal weitermache. Und mit einem festen Team dann. Aber ja, jetzt werde ich erstmal eine kurze Pause einlegen, was dieses Projekt angeht. Werde stattdessen was anderes bringen, wahrscheinlich ARMS. Und dann werden wir uns nach einer Gedenkpause von mir wiedersehen. Es ist auf jeden Fall ein fantastischer Hack, der so viel richtig gemacht hat, weswegen ich mich wirklich auf Kanto freue und gespannt bin zu sehen, was sie dort gemacht haben. Für alle, die hier sind, danke ich ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, die ihr mir in diesem Part geschenkt habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Projekt noch einen letzten Daumen nach oben geht. Denn wie gesagt, ohne euch wäre ich nicht so weit gekommen. Dankeschön. Und ich hoffe, dass ihr noch einen schönen Tag haben werdet. Wir sehen uns bald wieder bei Pokémon. Es wird nicht das Ende mit Pokémon auf diesem Kanal sein, keine Sorge. Und früher oder später werden wir hier auch in Kanto wieder sein. Wenn ihr ein bisschen was übrig habt, unterstützt mich auf Patreon, folgt mir auf meinen Social Media Kanälen. Vielen Dank und bis die Tage. Thank you.